verlassen. Das lädt immer noch auf. Ich muss sowieso, glaube ich, nochmal absteigen. Noch nicht bereit. Ja? Warum? Oh. Das lädt immer noch auf. Beruf. Was? Beruf. Was? Nee, muss ich nicht absteigen. Alles gut. Ich dachte, ich soll absteigen. Nein, ich muss nochmal absteigen, habe ich gesagt. Beruf, sagt er. Frau nicht. Ja. Wie ist der? Wie ist der eigentlich? Ah, guck mal den. Oh. Stimmt, den habe ich mir damals aufgespart. Bald kommt er zum Einsatz. Was muss ich denn mal da machen? Ist das unsere Bank? Das ist meine Bank, ja. Ach so. Aber du kannst gerne auf die Bank zugreifen. Soll ich da die Taschen reinpacken? Kannst du auch gerne tun, ja. Ja, soll ich oder soll ich ja, nicht? Die kannst die du. Gut sein, ja. Kann ich ja. Ja. Ich weiß ja, ja nicht, wie ja. viel Platz da drin ist. Genug. Höflicher Tag. Nee, ich weiß nicht, Marc. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich mach das nachher für dich, okay? Ja, besser. Gut. So, dann fliegen wir jetzt mal nach Nordend, um dort weiterzureiten. Juhu! Yay! Reiten! Und das Fliegen können wir nicht dafür kaufen? Doch, aber ich glaube erst ab 68 oder so. Ja, wir sind 68. Ja, aber das ist teuer. Wie teuer? 2000 oder so? Okay, haben wir nicht. Ich guck grad mal. Was kann ich für euch? Nee, 450. Wir könnten es theoretisch kaufen, aber ich will reiten. Ah, na gut. Dann ich will reiten. Aber guck mal bitte. Ja. Unten neben deinem Pet-Sammlung, ne? Ja. Rechts ist doch der Abenteuerführer. Ja. Geh mal da drauf, da wird jetzt gleich Nord entstehen und dann kannst du Quest beginnen sagen. Ja. Annehmen und dann beginnst du die Quest für den Norden. Alles klar, hab ich. So, das heißt, wir müssen jetzt, warte. Auf Befehl des Kriegshäuptling Nordend meldet euch beim Rekrutierungsoffizier der Kriegshymnen-Clans in der Kriegshymnen-Feste in der boreanischen Tundra. Müssen wir in die boreanische Tundra? Ey, nein, ich will nicht in die boreanische Tundra. Du hast gesagt, ich soll die Quest annehmen. Halt ja, aber ich will nicht in die boreanische Tundra. Umzendörgel. Ich will nicht in die boreanische Tundra. Ich will lieber nach dem heulenden Fjord, der ist viel schöner. Ich will ihn nicht holen. Nein, der heulende Fjord ist wirklich schöner, finde ich. Deswegen, boanische Tundra. Ja, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Du hast recht, die besser nehmen. Egal. Ich flieg jetzt trotzdem dahin. Zum heulenden Fjord. Dann bringt uns mal von hier weg, Herr Kupferhose. Herr Schönwetter! Langsame Fahrt voraus! Ihr hattet meinen Namen fast richtig, Sir! Kopfnuss heißt er nämlich. Kupfernuss, so. Ach, Kupferhose. Okay. Bam, 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 bam. Wir gehen in den heulenden Fjord, aber erstmal nach Unterstadt. Wir müssen nämlich erst nach Unterstadt, um von Unterstadt dann den Zeppelin zum heulenden Fjord zu nehmen. Aha. Etwas kompliziert, aber es ist ein schöneres Gebiet. Tausendmal schöner als da, wo wir jetzt hingereist wären. Von daher erstmal in die östliche Königreiche, vorbei am Mahlstrom, buff. Ja, ich seh's. Buff. Dann darüber. Steig auf. Ich wollte gerade sagen, warum bist du so nackig, aber deine Schulter war noch nicht klar. Nackig! Hübsch. So, Baby. Ja. Dann warten wir auf den nächsten Zeppelin. Seid bereit. Und ich werde jetzt die echten davon schnappen. Worauf ich durch die Boanische Tempelle schon wohl ich jetzt bald reiten werde. Da kommt schon auch das Luftschiff. Zum heulenden Fjord. Oh ja. Oh. Nicht ganz stilecht, weil er ist eigentlich aus Pandaria, aber. Ich überlege gerade, welches Mount ich sonst nehmen könnte. Ja, den Garn, der Nachtheuler. Ja, ich habe ja nicht so viel Auswahl, aber das ist mein neuester und coolster. Ja, ist schon schön. Und billig.
Im Auktionshaus. Ab 2000 kann man den dort erwerben mittlerweile. Ja. Hier. Nee, da. Ist zwar auch aus Pandaria, aber... Oh, Schlimmbock, ist klar. Ja, was denn? Ja, was denn? Hast du was gegen meine Ziege? Nein. Nein. Nur nicht. Meine Flammen sind verdammt, du hast mir gerade das Handwerk kaputt. Ihr habt es vollbracht. Hast du kurz gekippt? Nix. Nein, komm, dann nehme ich den hier. Oh, der dicke Bär. Mit dem Schießgewehr, ja. So, und jetzt fliegen wir rüber zum heulenden Fjord. Ich sehe schon. Willkommen im heulenden Fjord. Eines der schönsten Questgebiete, wie ich finde, hier in Nordend. Mhm. Weil... Sieht gut aus. Du hast noch nicht alles gesehen, Baby. So, Hafen der Vergeltung. Wir sind angekommen. Springen jetzt auch direkt in unser Verderben. Oh. Guck mal hier hinten, siehst du das? Den großen Aufzug hinter dir? Nee. Guck jetzt bei dir. Da. Guck mal jetzt bei dir. Nee, das sehe ich nicht. Ach echt? Doch, jetzt. Das sieht ja cool aus. Ja, da oben geht das Gebiet erst richtig los. Okay. Aber wir müssen jetzt erstmal hier unten ein wenig questen. Du darfst alles annehmen, was dir jetzt vor die Flinte kommt. Hallo. Hallo. Freunde in Dalaran. So. Weißt du was? Wenn du die Quest Freunde in Dalaran angenommen hast, ja, dann tätigst du mal bitte den Flugmeister neben dir hin. Hier, die Fledermaus... Führerin. Ja, und? Und dann in die Mitte zum nach Dalaran fliegen. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Du hast doch gerade eine Quest angenommen, oder nicht? Niemandem. Ja. Dann hier auf die Rolle und dann gehst du in die Mitte von Nordend und da ist Dalaran. Ja. Da fliegst du jetzt mal bitte hin. Ohne die anderen Quests anzunehmen. Ohne erstmal die anderen Quests anzunehmen. Weil wir haben jetzt gleich 2 Stunden auf dem Tacho. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen Nordend von der Luft an. Wow. Setzen unseren Ruhestein in Dalaran. Von da aus kommen wir nämlich auch jedes Mal wieder zurück nach Orgrimmar, nur so. Ah. Du kannst dir so ein bisschen das Gebiet jetzt mal anschauen. Ja. Das ist quasi so ein bisschen auf Schweden getrimmt mit den Fjorden und so. Ja. Der heulende Fjord. Das ist eines der Lieblingsgebiete. Das ist eines meiner Lieblingsgebiete. So bergig mit viel Grün. Und hier merkt man schon, dass Blizzard sehr viel Liebe zum Detail jetzt reingesteckt hat. Denn man merkt einfach, dass hier die Grafik schon verbessert wurde. Im Vergleich zur Scherbenwelt. Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, nö, Scherbenwelt sah besser aus? Nee. Die Scherbenwelt war nämlich noch so sah früher ursprünglich WoW überall aus. Mhm. Weißt du Bescheid, ne? Und das ist jetzt der heulende Fjord. Da sieht man schon mehr Detailgrad und ja, einfach schönere Landschaften. Oh ja. Viel schönere Landschaften. Hier der Eiswasserfall. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann freu dich auf die nächsten Gebiete. Nicht nur in Nordend, sondern halt auch in Pandaria. Kataklysm ist so, naja. Da sind auch schöne Gebiete bei, keine Frage. Aber die sind so, naja. Und am schönsten, wie gesagt, wird Pandaria von der Gestaltung her und Draenor. Die Musik aber jetzt auch sehr angenehm. Die höre ich nicht. Die hörst du nicht, aber ich dafür. Und deine Zuschauer hören sie ja dann auch. Ja. Und das hier ist ein Baum, wo nur Furbolgs leben. Die sind aber uns beiden gegen feindlich gesonnen. Aha. Das war mal ein riesen Baum. Der ist abgebrochen. Yep. Und dann verwuchert. Schau dir ein wenig die Landschaft ruhig in Ruhe an.
Wenn du irgendwas hast, wo du gerne was zu wissen möchtest, kann ich dir gerne was dazu erzählen. Aber wir werden sie sicherlich auch noch so erleben. Ja. Das ist jetzt nur schon mal ein grober Überblick, wie detailliert eigentlich Nordend jetzt schon ist im Vergleich zur Scherbenwelt. Wirklich toll gemacht. Boah, ist das schön. Hier sind sogar solche Details eingefügt worden, so dass Bären in den Flüssen fischen und sowas. Ja. Oder Wölfe Hasen jagen. Ja gut, das habe ich ab und zu schon mal gesehen. Ja, aber hier wird auch bei gefischt. Bei Aubrey ich das schon gesehen. Ja, hier wird auch richtig im Fluss gefischt. Hier wurde das damals eingeführt zum ersten Mal. Das wurde dort eingeführt. Ja. Zwischendrin haben wir noch so einen Tempel hier. Ja, kann sein. Da hinten fliegt Noviel, jetzt sieht man sie nicht mehr. Rechts von uns ist das Königreich Gundrak, beziehungsweise Zuldrak, das Gebiet. Das ist ein reines Trollgebiet. Da war ich übrigens noch nie questen. Noch nie. Okay. Weil es mir nicht so gefallen hat. Des Weiteren war ich übrigens da auch heute in der Instanz in diesem Gebiet. Ist das gerade schön hier, dieser verschneite Wald. Ja. Links von uns sehen wir Naxxramas, oder ich weiß nicht, ob du es siehst, aber hinter den Bäumen hier bei mir blickt Naxxramas hervor. Da war ich mit meinem Todesritter der beste Tank auf dem Server. Das ist aber schon Ewigkeiten her. Jetzt fliegen wir über die Drachenöde. Das ist das Heimatgebiet aller Drachen. Da hinten sieht man in der Ferne, ich weiß nicht, ob du es bei mir siehst, gerade auf dem Monitor, dieses riesige Gebäude, das ist der Würrum-Tempel. Dort lebt auch Alex Strasser, zum Beispiel. Hier ist der Pfad der Titanen. Ja, also es ist sehr viel Geschichtsträchtiges hier. Werden wir aber auch noch genauer hinkommen. Hier so eine Gletscherspalte. Krass. Ja. Es ist hier viel mit Eis und Schnee, aber auch viel Grün. Ja, finde ich. Da oben, hoch oben thront Dalaran, die übrigens auch weiterzieht in das nächste Add-on Legion auf die verheerenden Insel, wird das die neue Hauptstadt sein, die überarbeitet wird. Ach ja. Aber Nordend wird hier auch bleiben, oder Dalaran wird hier auch in Nordend bleiben. Damit es keine Verwirrungen gibt. Gibt's dann sozusagen doppelt. Gibt's sozusagen doppelt, ja, wenn man so will. Ja. Finde ich zwar auch ein bisschen blöd, aber hätten sie die einfach hier rausgenommen und da hingesetzt. Aber geht auch nicht, weil hier viele Quests in der Stadt sind und so. Oh, sieht die schön aus. Das ist halt die Stadt der Magier, Baby. Oh, ich wundere, dass es mir so gut gefällt. So, du bist gelandet? Ja. Oder bist du gerade da im Aller? Ah, nee, da bist du. Okay. Dann gehen wir uns mal den Ruhestein binden. Ja, Dalaran kenne ich ja jetzt schon ein bisschen, weil ich da ja jetzt ab und zu schon gewesen bin mit Nakshi. Ah, okay. Krasses Landeplatz. Hier war früher der einzigste Punkt in der Stadt, wo du abheben konntest. An diesem Landeplatz, wo wir gerade gelandet sind. Okay. Sonst konntest du hier nur überall in der Stadt durchreiten. So, hier rechts von uns ist das Hordegebiet. Da müssen wir jetzt auch rein. Ja. Es gibt auch ein Allianzgebiet in der Stadt. Okay. Dies befindet sich im Übrigen genau auf der anderen Seite. Hier ist das Portal nach Orgrimmar, das solltest du eigentlich auch schon kennen. Ja, das kenne ich, da bin ich ja immer. Das nutzte ich ja immer. Jetzt habe ich mich selbst verlaufen. Hier unten ist das Gasthaus, wo wir jetzt unsere Quest abgeben und auch unseren Ruhestein binden werden. Oh, das ist aber eine große Trollmutti. Das ist kein Troll. So. Den Ruhestein wurde jetzt hieran gebunden. Ich hoffe, deiner auch. Ja. Das süße Saure kannst du dir hier vorne auch nochmal abholen. Juhu. Gab es überall einen Erfolg. Juhu. Was? Was? Was denn? Fehlgeschlagen, duplizierten Gegenstand gefunden. Ja, du musst erstmal die Hand voller Süßigkeiten öffnen. Jetzt kannst du das nochmal machen. Jetzt geht's. Ich. Ha! Du wurdest zu einem Ninja. Ach, ich habe jetzt eine Verkleidung sozusagen. Ja. Sag mal her. Jetzt dreh dich doch nicht immer weg. Lass mich doch mal gucken. Was hast du denn jetzt vor? Mörder-Titten, ey. Was? Ja, das ist nett. Dunkle Haare. Hm. Naja. Was? So, Baby. Ich würde sagen,
Wir haben es geschafft bis nach Nordend. Und wir haben es geschafft bis nach Nordend. Mhm. Und wie es weitergeht? Das sehen Sie in der nächsten Folge. Von Vorderwalker, der steinige Weg zu Level 100. Bald 110. Und ich nehme unten am gedeckten Platz, am gedeckten Tisch. Ich kann mich erst hoch. Ich habe den Platz gesucht hier. Ah! Na, ist ja geil. Kannst dich auch gerne daneben setzen. Ja, ja, vor den dicken, fetten Wildschweinen. Lecker, lecker. Wie geht's denn so, Mann? Hey. Kann auch nichts dafür, dass ich so dick bin. Die dicken, fetten Wildschweine, der fühlt sich angesprochen. Ja, nee, ist klar. So, und ich würde sagen, das war genau in der richtigen Sekunde. Ja, just in time, würde ich sagen. Gut, meine Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play World of Warcraft, der steinige Weg zu Level 100. Bald 110, er kann das genauso gut. Genau, ich habe es auch lange nicht mehr so komplett ausgesprochen. Ich habe ja mal zwischendurch den Satz unterbrochen und Susi da machen lassen. Doch, ist viel besser. So, wir werden dann beim nächsten Mal in Nordend weiter questen. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Wirklich? Ja, doch, wirklich. Sah sehr gut aus. Es war nur ein grober Überblick, ne? Ja. Wir werden wahrscheinlich wieder alle Gebiete nicht schaffen, so ja, wie immer. Wie immer. Weil, Max Tempo. Der ist das liegt nicht nur an meinem Tempo. Immer so das, durch hier. Das liegt nicht nur an meinem Tempo. Ich spiele schon langsam gerade, ja. Es liegt nicht nur an meinem Tempo, das liegt auch einfach daran, dass Blizzard halt die EP-Schraube so weit nach unten gedreht hat, dass man nicht jedes Gebiet mehr durchmachen kann. Oder man kann schon, aber das bringt nicht viel, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn man vorankommen will. Gut, egal, wie dem auch sei, bis dahin, euer Palosor und eure Susi. Gehabt euch wohl, lebet wohl, seid frivol. Tschüss. Liebe dich.